Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Heute möchte ich euch dieses Buch hier vorstellen. Und zwar ist das das Nachtblaue Kleid von Karen Foxley aus dem Verlag Belz und Gerstenberg. Hat gekostet 17,95 €. Eigentlich lasse ich mir immer so ein, zwei Tage, zwei, drei Tage Zeit, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe, dass ich noch die Zeit abwarte, bevor ich dann die Rezension für euch abdrehe. Ich habe das Buch gerade vor einer Stunde oder so zu Ende gelesen und irgendwie schreit es danach, jetzt dieses Video zu drehen, weil ich bin mir selber noch so ein bisschen unschlüssig, was meine Meinung zu dem Buch angeht. Ich habe mir auch keine Gedanken jetzt vor diesem Video darüber gemacht. Ich glaube, das kommt jetzt so beim Erzählen so ein bisschen raus. Ich hatte euch das Buch schon mal kurz so ein bisschen vorgestellt, um was es grob geht. Das Video kann ich euch noch mal unten in der Infobox verlinken und ich habe komplett was anderes erwartet. Was jetzt nicht unbedingt negativ ist, aber ich bin mit einer anderen Grundeinstellung einfach an dieses Buch rangegangen, weil ich halt Erwartungen hatte aus dieser Inhaltsangabe, die ich kannte. Und die wurden aber, also es wurde definitiv ganz komplett anders als das, was ich erwartet habe. Das Buch ist so aufgebaut, dass die Kapitel immer überschrieben sind mit wie nennt man das? Mit StichartenNadelstichartenvon der Nähmaschine, glaube ich. Oder, weiß nicht, vielleicht sind es auch HandstichartenAlso zum Beispiel der doppelt, wie war das gerade? Doppelt durchzogener Vorstich zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, ob es diese Stiche wirklich gibt. Ankerstich, aber es hört sich schon irgendwie so an. Jedenfalls, damit sind die Kapitel überschrieben. Und dann geht es erstmal damit los. Wie soll ich das vom zeitlichen Ablauf erklären, dass von der Gegenwart erzählt wird? Und das eigentliche Buch spielt in der Vergangenheit und arbeitet sich so auf diese Gegenwartsgeschichte hin. Also es läuft dann irgendwann alles zusammen. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Weil man selber, es ist kein Krimi, aber man überlegt trotzdem immer hin und her, wer der Täter gewesen sein könnte, wie es jetzt abgelaufen sein könnte. Denn im Groben geht es darum, dass in einem kleinen Ort in Australien wird ein Mädchen vermisst. Und es kommen zwei Mädchen in Frage, und zwar Rose und Pearl. Und eine von den beiden muss das nachtblaue Kleid getragen haben, das angeblich magisch ist und verhext ist und keine Ahnung. Und bis auf die letzten 30, 40 Seiten weiß man auch wirklich nicht, welches der beiden Mädchen dieses Kleid getragen hat, welches Mädchen verschwunden ist. Und auch da enttarnt man dann erst den Täter. Ich hatte mehrere Täter im Kopf, aber der es dann am Ende wirklich war, auf den bin ich nicht gekommen. Das ärgert mich, aber sowas mag ich an Büchern, wenn man selber im Verlauf des Lesens so ein bisschen mit Detektiv spielen kann, also mit überlegt, wer es nun war, wie es passiert ist, welches Mädchen es prinzipiell schon erstmal war. Aber unabhängig davon war die Geschichte auch irgendwie sehr, sehr schön, weil es melancholisch war, aber es hat auch beim Lesen, wurde die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Also es hatte so eine düstere Stimmung, weil einfach, also Rose, dem eigentlichen Hauptcharakter, sind in ihrem jungen Leben sind schon schwierige Dinge widerfahren und das wird halt in dem Buch sehr deutlich beschrieben. Nicht, was ihr widerfahren ist, aber diese Stimmung wird rübergebracht durch Rose. Und das beim Lesen fühlt man sich auch bedrückter. Nicht unbedingt schlechter, aber man fühlt sich bedrückter. Also ich muss sagen, ich lese ja lieber Bücher, die mich einfach fröhlich werden lassen, die mich aufbauen. Aber so ein Buch, daraus kann man auch Kraft ziehen, weil wenn man das liest, kommen einem die Probleme des eigenen Lebens so klein vor. Also es hat auch irgendwie so einen positiven Effekt auf mich gehabt. Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Es war was Außergewöhnliches. Ich habe noch nie sowas in die Richtung gelesen. Es gab sehr interessant ausgearbeitete Charaktere. Also ich liebe zum Beispiel die alte Edie, die dieses nachtblaue Kleid näht. Und ihre Geschichten, die sie erzählt. Und es geht wirklich sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück. Das Buch spielt übrigens zu der Zeit des Tschernobyl-Unglücks. Und es war einfach so... Es ist schwer zu erklären. Also
Es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen, aber dadurch, dass ich immer so bedrückt wurde, als ich es gelesen habe, musste ich in der richtigen Stimmung für das Buch sein. Also ich habe das Buch auch nicht jeden Tag zur Hand genommen, wenn ich Zeit gehabt hätte zum Lesen, was untypisch für mich ist. Aber ich musste einfach, bevor ich das Buch in die Hand genommen habe, bereit für dieses Buch sein. Ich empfehle es euch wirklich, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt, finde ich. Und man muss bereit sein, so eine Art von Buch zu lesen. So sehe ich das, aber ich bin halt auch ein Mensch, der normalerweise solche Bücher nicht liest, sondern lebensbejahende, fröhliche Bücher. Ja. Und das Ende war extrem unerwartet dann. So die letzten zwei Seiten, das hat mich nochmal richtig geflasht und richtig traurig auch auf irgendeine Art und Weise gemacht, aber auch wieder froh. Das muss man gelesen haben, um es verstehen zu können, glaube ich. Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Buch, so weit kann ich es euch auf jeden Fall sagen. Es geht halt um erste Liebe, erste Liebesverwirrungen, auch dieses klassische, ich habe ihn geküsst, muss ich jetzt mit ihm zusammen sein, aber eigentlich mag ich ihn nicht, obwohl ich ihn mögen sollte, weil andere Mädchen ihn toll finden. So diese Sachen, also auch recht schön. Und es spricht halt mehrere Generationen an. Also die junge Rose, aber ihr Vater und dann aber zum Beispiel auch die alte Edie. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das Buch hat auch bewirkt, dass es wurde sehr, sehr schön beschrieben. Farblich und die Gegenstände und die Räumlichkeiten, wie zum Beispiel Edis Haus, finde ich extrem faszinierend und das habe ich mir ganz toll vorstellen können und das gefällt mir auch so, wenn man ein Buch im Kopf Bilder geben kann. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut und natürlich würde ich jetzt das Buch nach meinen üblichen Bewertungskriterien wieder benoten. Ich gebe dem Inhalt eine 2 Minus. Das Minus nur, weil es mich halt manchmal in so eine melancholische Stimmung versetzt hat. Der Aufmachung kann ich leider nur eine 3 geben. Es ist schon schön, aber ich bin ja so ein extremer Cover-Junkie und mich befriedigt das halt nicht wirklich so. Dem Suchtfaktor gebe ich auch nur eine 3, weil wie gesagt, ich musste in der Stimmung für das Buch sein und habe es deswegen nicht so hintereinander weglesen können. Romantik bekommt auch nur eine 3. Glaubwürdigkeit eine 1 minus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das auf einer wahren Geschichte basiert, also dass auf jeden Fall irgendwie sowas in der Art schon mehrere Male passiert ist. Nicht im Detail, aber im Großen und Ganzen. Schreibstil bekommt auch eine 2, hat mir sehr gut gefallen. Lesespaß. Ich habe es halt schon gern gelesen. Auch wenn es halt manchmal schwierig war. Ich würde dem Lesespaß eine 2 minus geben. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie teuer war es? 18 Euro. Bei 300 Seiten bekommt das Preis-Leistungs-Verhältnis eine 3. Ich bin ja sowieso ein Verfechter von Taschenbüchern, weil die einfach günstiger sind. Das ist halt jetzt so ein Hardcover. Aber ja, also wie gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also es gefällt mir halt schon, aber ich muss halt so ein paar Abstriche machen. Also wenn es was für euch ist, diese Art von Büchern, kann ich es euch wirklich nur nahelegen. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Infobox, das Buch und auch den Verlag. Dann könnt ihr es euch ja gerne mal anschauen. Vielleicht schaut ihr euch auch noch, wenn ihr unsicher seid, die ein oder andere Rezension an oder lest eine Rezension. Und ja, ich hoffe, euch hat die Buchrezension gefallen. Falls ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr es so gefunden habt. Das würde mich bei dem Buch ganz besonders interessieren, ob ihr auch so diese melancholische Stimmung dabei hattet. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meiner nächsten Buchrezension. Bis dahin, tschüss!